Hallo zusammen, heute möchte ich euch meine Bücherwunschliste vorstellen. Das heißt die Bücher, die ich mir in naher Zukunft gerne zulegen möchte und dann auch lesen möchte. Das erste Buch auf meiner Wunschliste ist Rebellen des Denkens von Michael Lewis. Das Buch beschäftigt sich mit den Forschungsergebnissen von Daniel Kahneman und Amos Tversky. Das sind zwei Psychologen aus dem Nahen Osten, die sich mit Entscheidungstheorie beschäftigen. Daniel Kahneman ist euch sicher ein Begriff. Er hat den Wirtschaftsnobelpreis verliehen bekommen, als erster Psychologe beachtlicherweise. Und so viel wie ich gelesen habe, beschäftigt sich das Buch auch damit, beziehungsweise das Buch erklärt, wie es zu dieser Auszeichnung kam, obwohl er Psychologe ist, eben Wirtschaftsnobelpreis zu bekommen. Und dieser Wirtschaftsnobelpreis basiert wohl auf seinen Forschungsergebnissen zusammen mit Amos Tversky. Ich hoffe mir von dem Buch ein bisschen mehr über Entscheidungstheorie zu lernen. Im Klappentext stehen Beispiele wie beurteilen wir Politiker, wenn wir unsere Entscheidung bei der nächsten Wahl treffen, oder wie entscheiden Sporttrainer, wenn sie ihre Mannschaft zusammenstellen. Also sehr alltägliche Beispiele, und ich hoffe mir, dass da erklärt wird, wie wir im täglichen Leben eben Entscheidungen treffen. Ich habe bereits das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman gelesen. Das kennen bestimmt auch ganz viele von euch, war ein Bestseller, und da geht es inhaltlich sehr viel um die Entscheidungstheorie. Und da mir das Buch sehr gefallen hat, dachte ich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mir das Buch auch gefallen wird, weil es ja schon sehr an den Theorien angelegt ist, und ja, vielleicht erfahre ich da einfach noch ein bisschen mehr über die Charaktere hinter den Forschungsergebnissen. Das nächste Buch auf meiner Wunschliste ist Little Fires Everywhere von Celeste NG. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, bitte seht es mir nach. Dieses Buch war ja in den vergangenen Jahren super viel auf dem englischsprachigen BookTube zu finden, wurde sehr gehypt, sehr gelobt. Jetzt wurde es verfilmt als Serie von Amazon Prime mit hochkarätiger Besetzung. Reese Witherspoon ist dabei. Man hört sehr viel Lobpreisung auch für die Serie. Und deswegen dachte ich, ich lese jetzt erstmal das Buch und dann schaue ich mir die Serie an. Der Roman geht wohl über zwei Familien, die in einem beschaulichen Vorort von Cleveland, also in den USA, wohnen. Und es gibt auf der einen Seite die perfekte Bilderbuchfamilie mit klassischem Familienbild, Mutter, Vater, mehrere Kinder, gut situiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Familie der alleinerziehenden Mutter mit einer Tochter. Die Mutter ist Künstlerin und hat begrenzte finanzielle Möglichkeiten, und die eine Familie und ich glaube, so wie auch die andere Familie, haben beide sehr viele Geheimnisse, und in diesem Roman werden so Schritt für Schritt diese Geheimnisse aufgedeckt. Es hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas seicht und gewöhnlich an, aber ich habe gehört, dass die Dialoge und die Entwicklung der Charaktere super spannend sein soll. Also die Serie hat auch super Reviews, deshalb würde ich dem Roman sehr gerne eine Chance geben. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten. Zu dem nächsten Buch hat mich eindeutig BookTube inspiriert, namentlich X Karenina. Sie hat so von dem Buch geschwärmt, es sei das beste Buch überhaupt, sie würde es jedem ans Herz legen. Und ja, sie hat mich damit total angefixt mit ihrer Euphorie, und deswegen möchte ich jetzt es unbedingt auch lesen. Es handelt sich um Der Meister und Margarita von Michail Bulgakov. Der Roman spielt in Moskau. Und die Stadt wird wohl von einem Teufel heimgesucht, der Chaos und Zerstörung verbreitet. Im Klappentext steht, Zitat, die Heimsuchung für Heuchelei und Korruption trifft alle, ausgenommen zwei Gerechte. Ich muss sagen, dass ich mir unter der Geschichte jetzt am wenigsten vorstellen kann. Ich kann also am wenigsten abschätzen, ob mir das Buch gefallen wird oder nicht. Aber ich habe noch keine russischen Klassiker gelesen. Auf jeden Fall Tolstoi steht auch eigentlich ganz oben auf meiner Leseliste. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal mit einem russischen Klassiker starten. Ich dachte, Der Meister und Margarita wäre da ein guter Einstieg.
Das letzte Buch auf meiner Wunschliste ist Untenrum frei von Margarete Stokowski. Margarete Stokowski ist ja Spiegel-Online-Kolumnistin und ihre Artikel lese ich echt super gerne. Die Artikel sind immer leicht provokant, feministisch und der Schreibstil von ihr in ihren Kolumnen gefällt mir immer sehr gut. Also das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Der Klappentext, der beginnt wohl mit Sex macht Spaß und Probleme. Ich finde, das verspricht schon mal eine ebenso ehrliche und direkte Richtung wie in ihren Kolumnen. Also warum dem nicht eine Chance geben? Untenrum frei ist wohl ihr erstes Werk und es wurde auch sofort zum Bestseller. Ihr zweites Buch heißt Die letzten Tage des Patriarchats. Hier habe ich mir auch den Klappentext durchgelesen. Spricht mich inhaltlich sogar fast noch etwas mehr an. Aber ich möchte da eigentlich gerne chronologisch vorgehen, mit ihrer ersten Veröffentlichung beginnen und dann, ja, wenn mir das gut gefällt, bin ich auch auf jeden Fall neugierig auf ihr zweites Buch. Das war's auch schon mit meiner Wunschliste. Habt ihr schon eines der Bücher gelesen oder habt ihr vielleicht Positives, Negatives schon darüber gehört? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr möchtet, dass ich mir eins der Bücher auf jeden Fall anschaffe, dann schreibt mir auch. Dann kann ich das auf jeden Fall mit berücksichtigen in meiner Entscheidungsfindung. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!